Ja, Freunde, was geht? Whitey hier und herzlich willkommen zum finalen Video unserer Chompy Creation Samstags. Ja, Freunde. Und wir haben kreiert, Freunde, den Classic Chompy, den grünen Classic Chompy. Wir haben kreiert danach den Bone Chompy. Danach kam der Fire Chompy. Danach kam der Tiger Chompy. Und jetzt, Freunde, gibt es den ultimativen, die Eigen-Whitey-Ego-Whitey-Kreation. Jetzt gibt es den Regenbogen, den Rainbow Chompy. Willkommen beim Kreationskristall, Portalmeister. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. Wähle zuerst eine Kampfklasse. Der ganze, Freunde, der ganze Rainbow Chompy wird ein Bogenkämpfer sein, ja? Bogenkämpfer Imaginator, bist du bereit, genau, einen Bogenkämpfer zu kreieren? Ich bin bereit. Einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Ich sehe ihn schon vor meinem Auge, Freunde. Ich sehe ihn schon vor meinem Auge. Den Rainbow Chompy. Ein Bogenkämpfer ist geboren. Erwecke deine Fantasie jetzt zum Leben. Sehr, sehr cool. So, Freunde, wir fangen natürlich klassisch mit dem Kopf an. Und das wird natürlich unser normaler Chompy-Kopf sein. So sieht es aus. Ohren geben wir ihm natürlich auch die ganz coolen Chompy-Ohren, wie wir es von sonst auch kennen. Dann gehen wir auf die Brust, Freunde. Ich habe gerade schon ein bisschen geguckt, in welcher Art und Weise ich viele verschiedene Farben reinbekomme. Würde ich natürlich über die Tigerbrust bekommen, werde ich diesmal aber nicht machen, weil wir schon einen Tiger-Chompy kreiert haben. Und ja, wir wollen natürlich viele Farben reinbringen, Freunde. Ja, farbenfroh, Regenbogen, ja, rot, gelb, grün, lila, blau, wie orange, ja, Freunde, wie wir es kennen aus einem Regenbogen. Und da habe ich überlegt, wir könnten rein theoretisch die schöne Tiki-Brust nehmen. Also da können wir wahrscheinlich viele Farben machen. Wir werden uns aber gleich vielleicht noch einmal umschauen, ob wir da nicht etwas ändern können. Aber so gefällt es mir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut. So, Freunde, dann gehen wir auf die Arme. Da habe ich auch überlegt, machen wir direkt einfarbige Arme, machen wir mehrfarbige Arme. Wir werden einfach mal durchgucken. Wir könnten natürlich die Feuertänzer nehmen. Die passen natürlich zur Tiki-Brust. Ich werde die wahrscheinlich auch nehmen, weil ich da dann... Ich mache den wirklich komplett bunt. Also, den werdet ihr jetzt gleich sehen. Das wird ein richtig geiler Rainbow-Chompy zum Abschluss unseres geilen Chompy-Creation-Samstags. Und deswegen lassen wir das auch so. Die Beine, Freunde, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, muss ich mal ganz offen und ehrlich zugeben. Werde wahrscheinlich dann aber auch die Feuertänzerbeine nehmen, wenn es die gibt. Oder Tiki-Beine. Ich weiß es gar nicht, ob es sowas gibt. Werden wir dann aber mal eben schnell gucken. Hexenbeine auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Auch ganz, ganz cool. Narrenbeine. Auch geil, oder? Narrenbeine. Sehr, sehr cool. So. Gibt es sowas wie... ja, Feuertänzerbeine, da haben wir sie doch schon. Super, oder? Wir machen uns einen richtig geilen Rainbow-Chompy. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch gar nicht die Dingens geändert habe. Warum habe ich denn hier noch gar nicht den Namen geändert? Das mache ich doch eigentlich immer als erstes. Das werde ich jetzt mal eben sofort machen. Das wird unser Rainbow-Chompy werden. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Rainbow. Was steht hier? Wayne? Bow und Bogenkämpfer. Bow? Ihr versteht, oder? Wayne Bow Chompy. Jetzt wisst ihr auch, warum Regenbogen. Jetzt wisst ihr auch, warum Bogenkämpfer. Genau deswegen. So. Nimm natürlich auch magisch, ja, weil wegen Feuertänzer, Brust, Regenbogen, er beschwört Regenbogen und so weiter. Ihr wisst, wie ich meine, Freunde. Er geht auf jeden Fall richtig ab. So, dann gehen wir gleich auf Ausrüstung und so weiter. Das wird alles gleich natürlich noch kommen. Wir gehen jetzt erstmal so auf die Farbe. Und hier werden wir uns einen... Ja, was nehmen wir uns denn für einen Kopf? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, muss ich sagen. Aber wir werden uns das mal gelb, würde ich sagen. Oder gelb sieht doch mal ganz nett aus. Ist mal was anderes gelb auf jeden Fall. Die Musik geht gar nicht gerade, tut mir leid. Da schlafe ich gleich wieder ein. Tut mir leid, sonst schlafe ich gleich ein bei der Musik. Ohren, Freunde, werden wir dann blau machen, genau. Blau und rot.
Dann machen wir die Brust. Ah, seht ihr, wir haben hier vier verschiedene schöne Farben. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Wir nehmen hier Orange. Der Weiß ist das da drunter. Okay, jetzt müsste man wissen, wie der Regenbogen aufgebaut ist. Ja, vielleicht sollte ich mal nachgucken. Wartet mal kurz, mein Handy liegt hier vorne. Ich guck mal eben nach, wie ein Regenbogen aufgebaut ist. Dann können wir den sogar danach auch machen. Wisst ihr, wie ich meine? Hätte ich eigentlich mal vorher schon gucken sollen, oder? Also alles weiß ich natürlich auch nicht, wie ein Regenbogen aufgebaut ist. Ich guck mal eben nach. Da ist er, okay. Lila, blau, hellblau, grün, gelb, orange, ganz rot. Okay, vielleicht schichte ich den von unten nach oben in den jeweiligen Farben. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht sollte ich unten bei den Beinen mal anfangen und da mal wirklich so mit lila und so anfangen. Vielleicht sollten wir das tun. Genau, lila. Dann haben wir auch noch mehr lila. Machen wir so. Genau, weiß ist das. Okay, dann machen wir das in blau. Ja. Gelb ist der Gürtel. Und da unten machen wir auch in blau. Und das ist unter der Hose, genau. Das machen wir dann, damit man es ein bisschen noch sehen kann. Okay, so ganz gut sieht man das jetzt auf jeden Fall nicht mehr, muss ich sagen. So, genau. So, dann gehen wir höher auf die Brust. Und dann müssen wir jetzt bei blau, waren wir, da müssten wir jetzt hier rein theoretisch hellblau nehmen. Da nicht, da auch nicht, sondern das hier, genau. Da müssten wir jetzt hier hellblau nehmen. Ich würde das hier sagen. Dann sind wir bei dem Gelb hier und das nehmen wir dann als grün. Dann kommt jetzt hier grün. Als ein wunderschönes hellgrün. Weiß kommt gar nicht drin vor. Dann machen wir noch. Gelb mit rein. Das. Orange ist ganz oben mit Rot, ne? Okay, also mache ich die Ohren gleich noch andersfarbig. Genau, mache ich oben nochmal lila rein, dann sieht es doch mal ganz cool aus auf jeden Fall. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall so sehr, sehr schön. So, dann sind wir jetzt hier bei den Armen. Da muss ich jetzt auch mal eben gucken. Gut, da fangen wir mit den Händen an. Okay, da gehen wir auf jeden Fall nicht auf lila. Da könnten wir rein theoretisch mal Rot nehmen. Ist mal was anderes. Rot, dann nehmen wir blau. Dunkelblau, nehmen wir dunkelblau. Sticht zu sehr mit dem Rock zusammen, oder? Das würde ich sagen, oder? Das sticht zu sehr mit dem Rock zusammen. Nehmen wir grün. Ja, nehmen wir grün, genau. Super. Gelb können wir lassen. Und was ist das? Ah, okay. Das können wir blau machen. Ja, yeah. Genau, so, wunderbar. So. Jetzt gehen wir nochmal eben schon auf den Kopf. Boah, den Kopf kann ich auch gelb lassen, oder? Ich lasse den Kopf einfach gelb. Die Ohren ändere ich aber. In Rot und Grün. Ja, ein Regenbogen-Schompi, oder Freunde? Was sagt ihr? Ich würde sagen, ja, die Augen machen wir natürlich auch nochmal andersfarbig. Dann die Ausrüstung, die hinterher noch draufkommt, die ändern wir natürlich auch nochmal komplett. Haben wir hier, guck mal hier, mit Konfetti, das sieht doch geil aus, oder? Mit Konfetti, das sieht doch wohl geil aus, oder nicht? Mit dem Konfetti richtig gut. So, Freunde, wir machen uns natürlich einen kleinen Schompi wieder wie gehabt, ja, also da bleiben wir natürlich unserer Linie treu, ja, das wird natürlich ein kleiner Regenbogen-Schompi und ich glaube, wir haben sogar einen Regenbogen als Waffe, den wir hinterher als Stufe 6 draufpacken können, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wir werden den jetzt erstmal auf Stufe 6 hochwerten und dann können wir auf jeden Fall weiter gucken. So, kämpfen wir erstmal gegen den hier. 32 Schaden ist jetzt auch nicht so verkehrt, oder? So, ganz cool, ne? 32 Schaden. Geht auf jeden Fall klar. Boah, Alter.
Alter, überall. Ich sehe nur alles blinken und funkeln, ey. Stufenaufstieg. Ja, mega. Yes. Hurra, korrekt. Hurra für mich. Diese Bösewichte hatten eine Kiste voller Ausrüstung, die für dich von Interesse sein könnte. Dann zeig mal her, mein gepflegter Freund, was du da Schönes für uns hast. Drachenkamm, da ist er, cool. So, ab in die Kampfarena, Freunde. Da werden wir jetzt nochmal unseren Rainbow Chompy auf Stufe 6 bringen, damit wir ihm die richtige Ausrüstung, die Augen, schönen Rucksack, alles drum und dran, den Regenbogen, Bogen draufpacken können. Der wird richtig geil, Freunde. Der wird richtig geil. Hi! Moin! Stufe 20 Arena-Kampf. Ja, klar, ich bin bereit. Gib Gas. Ich hoffe, du bist für diesen Arena-Kampf in Bestform. Denn es gibt hier nirgends einen Laden, wo man... Ich bin bereit. Lass mich mal eben schnell den Angriff hier wechseln. Ich finde den so schwachsinnig, den Angriff, ne? Wie reagiert der Skyliner? Moment, sag nichts. Ich will mich überraschen lassen. Ey, Chompies, ich bin euer Gott. Ihr habt mich anzubeten und nicht anzugreifen. Bete mich an. Boah, mega. Boah, Alter, hier mit den... Boah, voll geil, Alter, die Regenbogenschüsse, ne? Boah, ich feier die Attacke gerade so. Die passt richtig gut. Die passt richtig gut. Zu unserem Rainbow Chompy. Boah, mega, mega. Selten so was gehabt, was so richtig geil passt. Mega. Freunde, wir sind Stufe 6, das heißt, wir können ihm jetzt den letzten Schliff geben. Fange natürlich mit dem wunderbaren Rainbow an. Geil, oder? Mega cool. Ausrüstung, Freunde. Kopfbedeckung, geben ihm natürlich die Augen, die wir gleich natürlich noch ändern werden. Weltraumschultern. Ja, könnte man machen. Indem wir die gleich natürlich noch ein bisschen farblich anpassen, könnte man auf jeden Fall machen. Armschiene. Wir sind heute, ja genau, wir machen das, Freunde, weil das ist ein komplett anderer Chompy, ja, Freunde, das ist ein komplett anderer Chompy. Den kann man auf jeden Fall richtig cool mehrfarbig kreieren. Hier Reiter, Beinschienen, die passen sogar sehr gut, obwohl mir dieses Hufeisen nicht so gefällt, könnte man aber als Glück bezeichnen. Und dann könnte man sagen, okay, Regenbogen, Glück und so weiter, wisst ihr, wie ich meine, könnte man irgendwie ein bisschen so zusammenfügen, würde ich sagen. Also können wir das auf jeden Fall so lassen. Ich würde auch Flügel drauf machen. Entweder jetzt Schmetterlingsflügel oder Libellenflügel. Ich glaube, ich nehme die Schmetterlingsflügel. Die sehen geil aus da drauf. Die sehen geil aus auf jeden Fall. Wunderbar. Boah, ey, ohne Scheiß. Also ich würde jetzt, also ich persönlich muss jetzt echt sagen, ey, selten so einen geilen Chompy, also selten so einen geilen Imaginator gesehen. Auch wenn es jetzt ein Chompy ist, ist ja egal. Selten gesehen. Richtig cool. So, Freunde, die Augen machen wir blau. Hellblau, oder? Oder grün? Grün sieht besser aus, genau. Rucksack, Freunde, ändern wir natürlich auch farblich. Rot, genau. Oh, rot ist geil. Und dazu dann noch orange. Ja, rot, gelb, orange. Mega, mega. Schulterschutz. Rot und gelb können wir lassen, genau. Könnten den auch vielleicht gelb und rot machen. Das ist eher Gold, ne? Andersrum war besser. Armschienen ändere ich nur das hier. Das mache ich da mal grün. Genau. Beinschutz. Ach, da ist da unten in der Mitte das. Ich sehe es gerade sehr schlecht, aber mal gucken. Ja, geil. Cool, oder, Freunde? Das ist unser Regenbogen, unser Rainbow-Chompy. Also, wenn der nicht geil ist, ne, Freunde, dann...
dann tut's mir leid, dann weiß ich es nicht. Selten so einen geilen Imaginator kreiert, wirklich. Finde ich geil. Ich muss auch persönlich sagen, ey, das ist ein richtig geiler Abschluss für den Chompy Day heute. Also muss ich echt sagen, also ich bin da so begeistert gerade von, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich finde den richtig cool. Richtig geil. Was ein geiler Abschluss. Was ein verdammt geiler Abschluss des Chompy Creator Samstag. Mega geil. Ich musste jetzt einfach den Skylander bejubeln, der gerade aufgestiegen ist. Mit einem Booyah. Hm, in meinem Kopf klang das nicht so schlecht. Auf Wiedersehen. Oh, Broccoli Guy kann deinen Schmerz spüren, Skylander. Also ich meine nicht wirklich, das war mehr so ein Zack, Tapper. Zack, warum tun die zack, Wichte sich das zack. Und gehen nicht einfach nach Hause? Und jetzt wieder ein bisschen Regenbogen. Ja, Regenbogen! Ich weiß, wie das ist, eine junge, wilde Pflanze zu sein, ehrlich. Aber das Verhalten dieser mutanten Pflanzen schön. Kann nicht gutheißen. Das gehört sich nicht. Oh, wow, Chilby. Während wir auf die nächste Runde warten, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Halt, nein, anscheinend geht es schon weiter. Das war bestimmt kein gutes Gefühl. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Boah, viele Chompies gerade. Oh, jetzt kommen ja die Schafe natürlich. Die oh, Mistviecher. Oh, geiler Angriff. Verdammt nochmal, geiler Angriff. Passt so geil zusammen. Du, nicht so frech hier, mein Schaf. Essen ist die Pizza! Lachen, aber vor allem essen. Zack. Oh Mann. Ah, noch mehr. Bete mich an. Irgendwann gibt es einfach nichts Neues mehr dazu zu sagen, wenn jemand sagt, der Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Yes! Ist es zu fassen, dass wir selbst mal gegen die Skylab, das war ausgezeichnet. Cool. Ich habe gelacht, geweint und war richtig... Mega, mega geil. Richtig geiler Chompy zum Schluss, muss ich echt sagen. Richtig geil. Also ich persönlich empfinde, von den 5 Chompy ist das wirklich der geilste geworden, oder? Was sagt ihr? Ich mach mal jetzt hier oben, also über mir auf jeden Fall, so eine Infokarte rein. Stimmt mal bitte ab, was für euch der geilste von den 5 Chompys heute war. Mega. So, Freunde. Jetzt schauen wir uns nochmal alle Chompies an, die wir heute kreiert haben, an diesem wunderbaren Chompy Creations Samstag. Und wir fangen an mit dem normalen, mit dem Classic Chompy. Genau, er ist eine Ninja-Klasse gewesen, so sah er aus. Cool, oder? Als nächstes ging es weiter mit dem Bone Chompy vom Element Gespenst. Ein Bazookaraner war es gewesen. Genau. Als drittes haben wir kreiert einen Fire Chompy. Genau, ein Brawler war es gewesen. Als viertes haben wir einen Tiger-Chompy kreiert. Den Tiger-Chompy konnte man damals verbessern in Trap Team, wenn man jetzt mal den normalen Chompy gefangen hat. Er ist die Klasse der Schnellschütze gewesen. Und zum guter Letzt, jetzt gerade, Freunde, in diesem Video haben wir unseren richtig geilen Rainbow-Chompy der Bogenkämpfer-Klasse kreiert. So sieht's aus.
Das war's von mir gewesen, Freunde. Das war der Chompy Creation Samstag. Ich hoffe, er hat euch wirklich gefallen. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch sowas nochmal wünscht. Ich hab dann auch gerne Ideen reinschreiben, von was ihr euch das wünscht. Und ja, Freunde, in dem Sinne bin ich für heute raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr die anderen Chompy-Videos nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und ja, Freunde, viel Spaß damit. In dem Sinne, Dankeschön, Freunde, haut rein, viel Spaß auch beim Nachbauen und ja, ne? Peace.